Willkommen zum Tagessegen. Im Lukasevangelium heißt es im 11. Kapitel: Und es geschah. Jesus betete einmal an einem Ort. Als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Jesus macht in den Jüngern etwas ganz Wichtiges möglich: eine Lernhaltung. Die Jünger hätten ja auch sagen können: Ach, der kann das aber toll und gut, warum kann ich das nicht so gut? Dieser Neid, den ich sehr oft auch unter Christen kenne, wenn sie auf Beter schauen und die können das so toll und wie der predigt und wie der das macht und tut. Und dann fühlt man sich sofort klein. Nein, die Jünger fühlen sich nicht klein, sondern so wie Jesus betet, das ermutigt die Jünger, Jesus näher zu kommen. Ihm so nahe zu sein, weil er eben einer ist, der nicht Neid verursacht, sondern Wachstum ermöglicht. Bei dir, Jesus, möchte ich sein. Durch dich möchte ich wachsen, weil ich weiß, du redest mich nicht klein, du lehrst mich nicht klein, sondern wenn ich zu dir komme, dann hilfst du mir auf, dass ich wachsen kann. Und das Gebet, was Jesus dann gibt, das Vaterunser, ist für mich wie so eine Haltestange, an der ich ganz nah bei Jesus bin und mit ihm lerne zu wachsen in seiner Haltung, in seine Hingabe. Es segne Sie Gott, unser guter Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.